So, hallo, guten Tag. Wir fangen heute den Vlog vor Mongo64s Haus an. Ja, oder Gearwise. So, hallo, guten Tag. Wir fangen heute den Vlog vor Mongo64s Haus an. Ja, und da gehen wir jetzt klingeln, damit der Herr auch rauskommen kann. Hier ist der, mit dem ich Carporn gemacht habe. Jo, geht keiner dran, ne? Hier. Gidiom, Bilal Gidiom, ich kim se bil miyom ki. Ja, komm mal hoch. Okay, warte kurz, ich muss noch kurz Auto abschließen. Okay. Okay. Okay, ich muss mein Auto abschließen jetzt, weil das muss so sein. Moment. Ja, ja, ja. Wecken wir mal zusammen, Mongo 64. Hallo. 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 Sag mal was. Hm? Psst. Du weißt gar nicht, das kommt auf YouTube. Ne? Sag was. Sag mal was. Hm? Sag mal was. Was geht ab? Mongo 64, 84. Komm, aufstehen. Oh Mann, Mann, Mann. Asra muss Pipi machen, ich sehe dich. Asra beugt dich. Oh, wie sie rennt, sie muss richtig Pipi. Na, Alter, Asra. Oh, no. Warte, Asra. Warte, Asra. Gucken wir, ob die Tür zu ist, weil dann kann ich den noch ein bisschen frei lassen. So, wir gehen jetzt wieder hoch, weil wir müssen noch zu meinem Cousin, wir müssen ein bisschen umziehen helfen mit dem Bilal. Der Bilal ist ein bisschen spät aufgestanden. Ja. Ja, ja, also wenn du das siehst, weißt du Bescheid. Ich leg das sowieso rein, das Footage, wo du im Bett liegst. Dann müssen wir alles Foto aufräumen, ne? Ja, ja. So, wir sind gleich da. Ja, eigentlich keine Ahnung von Handwerk. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Ich habe zwei linke Hände, wenn es um sowas geht. Aber ich glaube, ja, das packe ich. Also ich bin so eine Person. Ich glaube, ich würde lieber Leute irgendwie dafür einstellen, dass sie mir irgendwas abbauen oder wegtragen oder so. Ja, oder beim Umziehen. Angenehmer. Weil ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach so handwerklich einfach null begabt. Wir sind auf jeden Fall gleich da und ja, wir sehen uns gleich dann beim. Ich bin jetzt wieder los. Wir waren ja gerade ein bisschen beim Umzug helfen. Also ich war beim Umzug helfen mit Bilal. Die sind jetzt weitergefahren, um dann die Wohnung einzuräumen. Wir haben die gerade ausgeräumt. Das Problem ist, ich muss gleich zu einem Meeting. Deswegen habe ich halt keine Zeit mehr gehabt, um beim Einziehen zu helfen. Der Halil und so, die haben wohl schon das meiste sowieso eingeräumt. Jetzt fehlt nur noch der Rest, was 2 bis 3 Stunden dauert. Das heißt, ich werde da nicht mehr zurückfahren. Außer ich werde natürlich vorher, bevor ich fertig bin, werde ich nochmal nachfragen, ob die Hilfe brauchen. Dann werde ich nochmal hinfahren. Ja, das ist so der Tagesablauf. Wir treffen gleich Kick and Go. Ich weiß natürlich nicht, ob ich da filmen kann oder nicht. Das werden wir dann sehen. Aber erstmal geht's ab nach Hause, um meiner Mama den Schlüssel vom Hyundai zu geben, weil ich den aus Versehen mitgenommen habe. Oh,
Wer das gerade gesehen hat, die Wolken und so sehen gerade so krass aus. Ich würde so gerne eine Timelapse-Aufnahme machen, aber ich muss zu Kick and Go. Aber ey, sieht das krass aus. Das sieht richtig, richtig krass aus. Ich bin jetzt gerade angekommen, treffen uns mit Kick and Go jetzt im Meckes. Ab jetzt ist einfach nur Kundengespräch, deswegen lassen wir die Kamera hier aus. Ich lasse sie vielleicht auch direkt im Auto einfach. Ist dann halt einfacher, wenn ich dann mit den ganzen Leuten eben das Geschäftliche abrede. Falls jemand sich interessiert, was Kick and Go ist, guckt bei Facebook Kick and Go. Ich werde euch einen Link verlinken. Ich mache deren Videos, damit ihr Bescheid wisst. Bis gleich. Wir treffen uns gleich wieder im Auto. So, Leute, ich bin jetzt durch. Ich habe gerade ein Gespräch mit Kick and Go geführt. Nochmal an alle, die Lust haben, Kick and Go abzuchecken. Und ist in der Beschreibung drin verlinkt. Ich mache deren Videos am Donnerstag. Am Montag fängt ein Camp an von denen, wo Fußball gespielt wird, Fußball beigebracht wird. Und das sind auf jeden Fall richtig gute Jungs. Siri, reicht jetzt. Nein, nein, Siri, nein, nein. Mann, ich habe einiges geklärt. Am Donnerstag werde ich auch am Start sein, weil ich dort dann ein Videodreh dann für die habe. Und ich werde die zwei Wochen wahrscheinlich auch ein paar andere Videos für die machen. Werden wir mal sehen. Also ich fahre jetzt erstmal zu Elif und sag ihr Hallo und gehe da mal vorbei. Bis gleich. So, hallo. Wir wollten zusammen das Vlog beenden, weil ich ja gesagt habe, ich fahre zu Elif. Weil wir brauchen auch mal ein bisschen Freizeit. Wir kriegen momentan gar nichts hin. Ich bin nur unterwegs. Man merkt das vielleicht nicht so krass in den Videos, weil wir eigentlich fast nur die Sachen filmen, wo wirklich viel passiert, wo viel wirklich viel Spaß drin ist. Aber wir sind echt im Stress. Und deswegen beenden wir das Video hiermit. Wir beide wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Oder Abend, ja, morgen. Oder morgen. Peace out. Peace out. All based. In my friends. Ciao. Ciao.